Kann man die Zakat nach Indonesien an die Erdbebenopfer schicken? Na, kannst du machen. Die Zakat, liebe Geschwister, ist für 8 Gruppen. Für 8 Gruppen. Normalerweise das sind 5, aber die 3 sind hier. Ich zeige euch jetzt nicht die ganzen 8, sondern ist für 8 Gruppen. Und diese Ayah ist in Surat At-Tauba, das ist die Ayah 60. Da steht drin, wer die Zakat bekommt. Unter anderem diejenigen, die arm und bedürftig sind. Die was? Arm und bedürftig sind, diese bekommen die Zakat. Die Zakat gibt man nicht zum Beispiel für eine Moschee. Die Zakat gibst du nicht für reiche Leute. Die Zakat gibst du nicht für Kuffar. Die Zakat gibst du nicht deinem Vater oder deiner Mutter, denn für sie bist du verpflichtet zu sorgen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, möge Allah azza wa jalla unseren Geschwistern in Indonesien einen Ausweg verschaffen. Und ich möchte euch nur eine Sache lehren, liebe Geschwister. Wer von euch das verfolgt hat, was in Indonesien passiert, Allah hat ein ganzes Dorf weggeschwemmt, es ist nicht mehr da, vom Satellitenbild nicht mehr zu sehen. Weg. Als ob es nie da gewesen war. An diesem Tag, als diese Überschwemmung war, ich habe mit jemandem gesprochen, der aus Indonesien ist, wollten sie eine Veranstaltung machen, wo Schirk gewesen ist. Wo Schirk dabei gemacht werden sollte. So hat Allah Azza wa Jal dieses gesamte Volk weggeschwemmt. Vor ungefähr zehn Jahren, korrigiert mich, war schon mal in Indonesien so ein Fall gewesen. War das vor 10 Jahren? Ungefähr. Da, wo der Tsunami war. Vor? 2004. Barakallahu. Das heißt, vor wie vielen Jahren? 14 Jahre. Habt ihr gesehen, was Allah mit dem Volk gemacht hat? Dieses Volk wurde mit 3 Strafen bestraft. Mit dem Erdbeben, mit dem Ertrinken und mit dem Feuer. Sie wurden im Wasser verbrannt. Aus dem Wasser kamen Kohleleichen heraus. Innahu ala kulli shay'in qadir. Allah hat zu allem die Macht. Aber subhanallah, als ein Sheikh da war, sagte er, habe ich mich erkundigt, das ist eine Strafe von Allah, was ist passiert? Und so hat er herausgefunden, dass dort die Sinner und die üblen Sünden sehr, sehr gegenwärtig gewesen sind. Deswegen hat Allah azza wa jalla sie bestraft. Aber lernen wir daraus, schaut mal, nach wenigen Jahren sind sie wieder zu ihrem Übel zurückgekehrt. Innani ahtaju ghaythan saqiyan yakfi ghuruqan.